Dann müssen wir jetzt mal echt wieder zu unserem Raumschiff. Okay. Landeplattform Nord. Ich bin gleich vor Ort. Ich habe immer ein Auge auf das Königshaus von Naboo. Zum Glück ist es nicht in die falschen Hände gekommen. Zack. Hallo, wie geht's denn so? Hallo, ja, hi, hi. Gut. Ich werde diesmal auch nett sein. Ich habe neue Tüten. Was haben wir denn hier so? Jedi-Abfangjäger, Jedi-Sternjäger, königliches Sternschiff. Standardlich, wir haben 5. Info. Ja, den nehmen wir, ne? Ich will dahin. Ich bin gerade schon ein bisschen glücklich. Boah, das wollte ich immer noch mal umstellen. Ich mir das Spiel für den PC gekauft habe, weil diese SSD-Platte, ne? Ich stelle mir jetzt gerade mal die Ladezeiten an der Switch oder auch an der PS4 vor. Weil PS5 habe ich ja auch noch nicht. Mit einer SSD-Platte. Ich glaube, das wäre schon hart gewesen. Camino, Tipoca City. Sorry, dass ich dir voll einen vor die Birne geknallt habe. Aha. Hallöchen. Meister Jedi, ich habe euch erwartet. Willkommen. Nach all diesen Jahren dachten wir schon, ihr würdet vielleicht gar nicht kommen. Ich werde erwartet. Selbstverständlich. Richtet eurem Meister aus, dass sein Auftrag rechtzeitig ausgeführt sein wird. 200.000 Einheiten stehen bereit. Eine weitere Million ist in der Endfertigung. Er wird sicher stolz sein auf die Armee, die wir für ihn bauen. Die Armee? Ja, eine Klonarmee. Aber ihr könnt es sicher kaum erwarten, die Einheiten zu inspizieren. Hier entlang, bitte. Als mein Meister euch den Auftrag für die Armee erteilte, sagte er euch dafür, wen sie war? Selbstverständlich. Meister Sifo-Dyas bestellte diese Armee für die Republik. Meister Sifo-Dyas? Er wurde doch getötet, und das schon vor fast 10 Jahren. Es tut mir leid, das zu hören. Gott, wie bin ich denn jetzt? Ich komm sofort, ne? Ach, das geht doch so. Na toll. Okay. Hey.
Wer kommt da jetzt rein? Yoda, weil er klein ist? Der kommt da ja auch nicht rein, oder? Geht da rein? Nö. Oh, ich liebe dieses Geräusch vom Lichtschwert an, ey. Das ist sehr beeindruckend. Ich hatte gehofft, dass ihr zufrieden seid. Klone können kreativ denken. Ihr werdet feststellen, dass sie den Droiden immens überlegen sind. Ich bin mir sicher, dass sie nicht über dich sprechen, R4. Diese Klone, wie alt sind... Oh ja, wir nutzen die Wachstumsbeschleunigung. Sonst würde es ein Menschenleben dauern, bis ein Klon ausgewachsen ist. Ich verstehe. Sie sind absolut gehorsam und führen jeden Befehl aus, ohne ihn in Frage zu stellen. Wir haben ihre Genstruktur modifiziert, damit sie weniger selbstständig sind als ihr Spender. Und wer war ihr Spender? Ein Kopfgeldjäger namens Jango Fett. Ein Kopfgeldjäger? Ich würde diesen Jango Fett sehr gerne kennenlernen. Es würde mir ein Vergnügen, dies zu arrangieren. Okay. Okay. Sagen, ey. Bleibt der Scheiß da hängen, oder was? Okay, hier haben wir auch noch was. Wenn ich nicht besser schieße, werde ich die Klonschule nie abschließen. Ihr seht aus, als wüsstet ihr mit einem Blaster umzugehen. Könnt ihr es mir beibringen? Nee. Jetzt gerade nicht, nee. Obwohl. Nein, Charakterauswahl ist nicht verfügbar. Sorry, Kollege. Ja, da frage ich mich, wo der Chip dafür da ist, ey. Hierfür. Die sind ja meistens irgendwo in der Nähe. Frage ist halt nur wo. Naja, aber wir haben ja wieder ein bisschen was zerstören können. Und ein paar blaue haben auch wiedergefunden. Wir könnten also auch schon wieder upgraden, glaube ich. Ja, bin gleich da. Abgesehen von seiner beträchtlichen Bezahlung stellte Fett nur eine einzige Forderung. Einen unveränderten Klon für sich selbst. Kurios, nicht wahr? Unverändert? Ein reines genetisches Replikat. Ohne genetische Manipulation zur Steigerung der Gefügigkeit und ohne Wachstumsbeschleunigung. So, wo sollt ihr jetzt rein? Der muss nach unten irgendwie.
Nein! Idiot. Also ich. Komm. Komm. Put, 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 put. Weiter geht's. Schaffst du das? Auch, ah nein, den blauen hätte ich wegmachen sollen. Das habe ich nicht gesehen. Naja, komm, dauert ja nicht so lange. So, den gelben müssen sie noch. So. Ja. Geil. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das hier ist. Nimm's aber mal mit. Dann ist es nicht für hier. Scheint doch. Naja. Machen wir mal weiter, ne? Er wartet ja auch. Ist auch nochmal so eine... für kleine Leute. Da muss es hin eigentlich. Nee, guck mal hier. Gleich wieder da. Ich hoffe, ich finde das noch. Da war's nicht. Da. Ast rein. Fett E-Belohnung. Da. 100 von 1161. Juhu. Also wer ihm richtig langweilig ist, der kann hier ordentlich blaue Steine suchen. Moin. Dann grüßt ihr zurück, ne? Mit 300.000 haben wir auch wieder geschafft. Ist auch schön, dass die Charaktere nicht meckern, wenn man mal so leichte Ausschweifung macht hier. Mhm.
Das ist Djangos Zimmer. Möchtet ihr ihn treffen? Ja, sofort. Treffe nur gern den Vater von Boba. Django, willkommen zurück. Dies ist der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Er ist hier, um unsere Arbeit zu begutachten. Eure Klone sind äußerst beeindruckend. Ihr müsst sehr stolz sein. Wer hat euch für diesen Auftrag angeheuert? Mich rekrutierte ein gewisser Tyrannus. Gefällt euch eure Armee? Ich bin gespannt darauf, sie in Aktion zu erleben. Danke für eure Zeit, Django. Sind nicht die hellsten. Immer schön, einem Jedi zu begegnen. Ich habe den dringenden Verdacht, dass dieser Kopfgeldjäger der Attentäter ist, nach dem wir suchen. Ja. Wenn unser Verdacht korrekt ist, wird er versuchen, schnell von hier fortzukommen. Wir suchen am besten die nächste Landeplattform auf. Okay. Oh, dann haben wir vielleicht gleich den ersten Attentäter freigeschaltet, mit dem wir wieder ein paar Sachen freischalten können. Ne? So, was hat er hier? Hallo. Ich reise nicht viel, aber der Eisplanet Hoth fasziniert mich. Wenn ich mich von Kamino entfernen würde, wäre es mir wichtig, einen Schal zu finden, der lang genug ist, um meinen Hals zu wärmen. Ja. Ich würde sagen, zieh dich warm an, ne? Kuckuck. Django. Komm an Bord, ich kümmere mich darum. Ich verstehe, warum sie ihn klonen wollten. Lass ihn in Ruhe! Er darf nicht so einen großen Vorsprung gewinnen. Los! Boah, kriegen wir auch das Raumschiff? Achtreflexe haben ihren Vorteil, R4. Was? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Folgen wir ihm. Oh nö, jetzt müssen wir auch noch da rumrennen, wa? Folgen wir ihm. Ich komme da jetzt wieder nicht rein. Wahrscheinlich im freien Spiel erst oder so. Sorry, ich muss kaputt machen. Es ist ja auch keine Zeit da irgendwie angegeben. Das heißt, wir werden schon nicht gleich verlieren. Auch wieder so eine. Du liebst zu scherzen, oder? Ach, guck an! C3PO kommt da durch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ich laufe jetzt mal durch, ne? Dass ich mich auch immer so festspielen muss. Alles einsteigen. Kamino, ja. Sind wir? Ah,
Weltraum über Kamino. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, hä? Warum soll ich da hinreisen? Wir wollen einfach hinterher und ballern. Jagd. Auf geht's.